Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen kleinen Müller-Haul gehen. Ich war mit meiner Schwester im Müller und habe einige Schulsachen gekauft für mein Patenkind, die jetzt in die zweite Klasse kommt. Und ich habe so ein bisschen was entdeckt bei Müller, was ich dann für mich mitgenommen habe. Und zwar habe ich zu einem eine Kerze entdeckt, die mich sehr angesprochen hat. Und zwar von Yankee Candle. Ist das die Granatapfel- und Kokosnusskerze. Die hat mich wirklich sehr interessiert. Das ist so eine Votivkerze. Die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und ich finde, die riecht sehr gut. Die riecht sehr fruchtig, aber hat eben auch so was, ja, Angenehmes von der Kokosnuss. Wollte ich eben, wie gesagt, unbedingt mal ausprobieren. Deswegen durfte die einmal mit. Dann habe ich, als ich in Müller rein bin, gleich einen kleinen Aufsteller entdeckt von den Müller Eigenmarken mit so ein paar Produkten drin. Und zwar sehen die allesamt so aus. Die Reihe heißt Feeling Spritzy. Und hier gibt es eben einmal Hydrogel Augenpads mit Orangenextrakt und Hyaluron. Abschwellen und vitalisieren. Duften eben einmal mit. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann eben auch aus der Reihe von Cadea Vera die Feeling Spritzy Tuchmaske mit Orangenextrakt und Hyaluron. Strahlend und belebend. Dann einmal von Aveo die reichhaltige Pflegehandmaske mit Orangenextrakt und Aloe Vera. Und einmal von Barfuß die reichhaltige Pflegefußmaske mit Orangenextrakt und Aloe Vera. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, wie die Produkte so sein werden. Wie gesagt, war so ein kleiner Aufsteller mit den vier Produkten drin und durfte mit. Finde ich vom Design her sehr schön und deswegen hat das einmal mitgedurft. Ebenfalls habe ich endlich entdecken können, diese Maske hier, Life is Better with Ice Cream Tuchmaske mit Hyaluronsäure, Heidelbeer und Pfefferminzextrakt, intensiv erfrischend und glow. Wollte ich auch unbedingt haben, hier mit dem Eis drauf, finde ich auch richtig schön sommerlich gestaltet und ist eben auch limitiert. Also ich denke, das wird dann im Herbst wieder rausgehen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was dann als nächstes reinkommt, aber die durfte jetzt auf jeden Fall einmal mit. Und dann habe ich noch eine Handcreme mitgenommen, die fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar von Aveo, die limitierte Variante Pumpkin Spice. Ja, im September ist ja auch Herbstanfang und es fängt langsam schon so ein bisschen an mit so Herbstprodukten. Mit Shea Butter, Sonnenblumenöl und Kürbiskernextrakt. Und ich finde, die riecht echt gut. Ja, riecht echt angenehm. Da gibt es jetzt auch relativ viel Produkte so mit der Gestaltung, also auch Pinzetten und Nagelfeilen und so habe ich gesehen. Ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, die Pumpkin Spice Handcreme mitgenommen. Ich bin echt gespannt, wenn es da ein Duschgel davon gibt, werde ich mir das auf jeden Fall holen. Aktuell, meine ich, habe ich aber keins gesehen. Genau, aber hier die Handcreme durfte mit und da freue ich mich schon sehr drauf, die testen zu können. Genau, und das war es dann auch schon wieder von Müller. Mal habe ich bei Müller nicht mitgenommen, ich wollte das euch aber ganz gerne zeigen. Und ich denke nicht, dass ich jetzt im September nochmal im Müller G. Deswegen, ja, blieb es bei dem. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.